Hallo, der Sascha von Bösel NRW. Ich darf euch wieder zu einem neuen Video begrüßen und heute geht es um den letzten Verbrenner im Hause Lotus. Das ist der Emira. Hier haben wir die First Edition, die erste Auslieferung von diesem Fahrzeug, was gebaut wurde. Und was wir mit dem gemacht haben, ich verrate euch nur eins, diesmal kein Lackschutz. Bleibt dran. Dieses Schmuckstück, dieser Emira, hatte eine Grundfarbe, wir schauen uns das Ganze an, dunkelgrün oder ich nenne das einfach mal British Racing Green, hatte das Fahrzeug vorher und wir haben was ganz Besonderes gemacht, eine Zwei-Farben-Folierung haben wir hier gemacht. Original ist geblieben, Dachrahmen und die Spiegelkappen sowie die Schweller, die sind im Original schwarz geblieben. Das war also vorher auch schon passend zu den Alufelgen. Und wir haben ein Zwei-Farben-Design gemacht. In Seidenmatt schwarz, vorne leicht dezent angefangen bis zum Heck. Heck komplett eingepackt in schwarz Seidenmatt und vorne eine glänzende Folierung in einem Blau. Folienhersteller ist die Firma KPMF. Wer da nähere Infos zu braucht oder möchte, schreibt mir mal einfach dazu in die Kommentare. Wir antworten darauf natürlich. Dazu haben wir ein paar kleine Designelemente gemacht. Vorderen Bereich Stoßstange, Motorhaube, die keine Motorhaube ist, denn der Motor ist hinten im Fahrzeug. Motorhaube haben wir ein paar feine Linien angedeutet und wir haben den Fahrzeuglinienverlauf an der Seite komplett mit aufgenommen bis nach hinten. Ich denke, dass das ein sehr, sehr sexy Design ist, passend zu diesen Emira. Meiner Meinung nach der erste Lotus, der wirklich aussieht wie ein Sportwagen. Schade, dass es der letzte Verbrenner sein wird, aber das ist nur meine Meinung. Ich denke, das Design ist wirklich passend zum Auto und Farbwahl vom Kunden Bombe. Was sagt ihr dazu? Schreibt uns das in die Kommentare. Ich freue mich auf Feedback von euch und worauf ich mich ganz besonders freue, gebt mir mal ein paar andere Farbvariationen. Was kann man denn noch im Zwei-Farben-Design machen? Schreibt uns in die Kommentare, ich freue mich darauf und nicht vergessen, Daumen hoch, abonniert unseren Kanal. Bis bald. Ciao. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And we all got dreams, we all want things. But what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be?